Die Fans des 1. FC Nürnberg, die ihren Club auf Auswärtsspielen in der Bundesliga begleiten, sind extrem leidgeprüft. Erst eine 0:7 Klatsche in Dortmund, danach ein 0:6 in Leipzig. Entsprechend euphorisch feierten die Clubanhänger das 2:2, 0:1 im Bundesliga-Derby beim FC Augsburg. Zwar reichte es für den Aufsteiger auch im 5. Anlauf nicht zum 1. Sieg in der Fremde, doch der Punktgewinn sorgte bei den Franken ausschließlich für zufriedene Gesichter. Gut für die Moral, bezeichnete Sportchef Andreas Bornemann das Ergebnis, das sich der neunmalige deutsche Meister durch eine klare Steigerung nach dem Wechsel verdient hatte. Wir haben in der Halbzeit Klartext gesprochen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unser wahres Gesicht gezeigt, sagte FCN-Torwart Christian Matenia. Die Highlights der Partie in Bundesliga pur am Sonntag ab 9:30 Uhr im TV und Stream auf Sport 1. Der Club hatte allerdings Glück, dass der FCA zu diesem Zeitpunkt nicht höher als 1:0 durch den Treffer von Torjäger Alfred Finnbogason, 11., geführt hatte. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker, zu passiv sei sein Team da gewesen, bemängelte Trainer Michael Kölner. Man habe vieles vermissen lassen, ergänzte Matenia. Schmidt trifft per Freistoß, doch die Nürnberger rafften sich aufgeglichen durch den Premierentreffer von Alexander Fuchs, ein super Gefühl, kurz nach dem Wechsel, 54. aus und ließen sich auch vom 1:2 von Jonathan Schmidt, 59. nicht aus der Ruhe bringen. Lukas Mühl, der ebenfalls das erste Mal traf und damit den Erfolg der einzigen WG mit Fuchs perfekt machte, rettete kurz vor Schluss, 88. schließlich das verdiente Remis. Bundesliga-Tabelle, man habe fast etwas um den Ausgleich gebettelt, monierte FCA-Coach Manuel Baum. Kölner lobte dagegen die Riesenmoral seiner Mannschaft und sprach von einer guten Woche für uns. Wir sind zufrieden, Anzeige, jetzt aktuelle Bundesliga-Trikots kaufen, hier geht es zum Showplay der Liga, hatte der Club zuvor ein 1:1 gegen Frankfurt erreicht, dazwischen lag der glückliche Pokalerfolg bei Drittligist Rostock, 4:2. Als sich der FCN durch den Last-Minute-Ausgleich von Adam Zrilak erst in die Verlängerung gezittert hatte. Club mit Comeback-Qualitäten, über unsere Comeback-Qualitäten müssen wir uns keine Sorgen machen, sagte Matenia entsprechend. Das habe auch mit Teamgeist zu tun, den wollen die Franken auch am kommenden Samstag im Kellerduell gegen Schlusslicht VfB Stuttgart zeigen. Mit einem Sieg könnten sie den Abstand zu den kriselgeplagten Schwaben schon auf 8 Punkte ausbauen, das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen Gas geben, betonte Matenia. Alle Ergebnisse im Überblick, alles zum 10. Spieltag in der Bundesliga am Sonntag ab 11 Uhr im Check 2:4 Doppelpass auf Sport 1 mit den Gästen Andreas Möller und Halil Altıntop. Der FCA haderte stattdessen damit die Woche nach dem 2:1 in Hannover und dem 3:2 in im Pokal gegen Mainz nicht mit einem Sieg abgerundet zu haben, wir haben unser Ziel nicht erreicht. Deshalb sind wir nicht zufrieden, sagte Baum. Als ärgerlich bezeichnete Kapitän Daniel Bayer den späten Clubausgleich, wir haben schon so viele Punkte liegen lassen, gegen Nürnberg ist das Gewohnheit. Der letzte Augsburger Heimsieg gegen den Club ist über 44 Jahre her, nicht ganz so lange müssen die Franken auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga warten, der letzte gelang am 16. Februar 2014 in Augsburg.